Schrift auf ein Porträt. Zunächst mal fange ich an mit einer Textebene, die ich mir hier drauflege. Ich ziehe einen Rahmen, dann bekomme ich Rahmentext und fülle den dann mit Platzhaltertext. Also unter Schrift Platzhaltertext einfügen, bekomme ich so eine gewisse Menge Platzhaltertext. Der ist jetzt relativ klein, 8 Punkt. Ich muss mal sehen, dass ich ihn vielleicht Ticken größer mache, 12 Punkt. Und der Zeilenabstand ist 8 Punkt, der ist auch relativ eng noch. Kann ich natürlich auch noch ein bisschen größer setzen. Und das Ganze weiter mit Platzhaltertext füllen. Ich muss ihn ein bisschen größer machen. Der ist immer noch zu klein. Ja, so ungefähr. Jetzt bin ich bei 48 Punkt hier. Und mache dann den Zeilenabstand auch nochmal ein bisschen größer. Naja, der könnte wieder ein bisschen kleiner, dass die Schrift relativ dicht übereinander geschoben wird. Und sie soll praktisch nur über dem Kopf liegen. Das heißt, ich könnte diesen Rahmen auch noch ein bisschen schmaler machen. So. Und jetzt diesen Text noch weitere Male kopieren. Also mit Steuerung C, Steuerung V. Mache ich einfach ein paar Mal rein hier, sodass ich jetzt diesen Text auf dem Gesicht liegen habe. Ich möchte zwei Textebenen haben. Das heißt, ich mache mir eine Kopie mit Steuerung J von der einen Textebene und nehme jetzt hier eine andere Schriftgröße. Ziehe das also nochmal um einiges größer und blende die eine Ebene mal aus, damit man das ein bisschen besser sehen kann. Der Zeilenabstand müsste hier noch ein bisschen größer werden. Das heißt, ich gehe hier mal nochmal hoch. Vielleicht sowas. Da haben wir also so eine Schreibschrift jetzt hier drauf, ein bisschen größer. Wenn ich beide einblende, habe ich eben so eine, ja, so ein bisschen so eine Überlagerung der Schrift, was dann vielleicht ganz interessant wird. So, ist relativ dicht die Schrift, aber das werden wir gleich sehen, warum. Jetzt brauche ich eine Maske für die Schrift. Das heißt, ich packe die Schrift erstmal in eine Gruppe mit Steuerung G. Nenne das mal auch Schrift oder Typo, je nachdem, ist da drin. So, und jetzt brauche ich eine Maske dafür. Ich blende sie aus, gehe auf meine Hintergrundebene und sage mal Auswahl Motiv. Das dürfte bei dem relativ klar konturierten Kopf hier ganz gut funktionieren. Ja, das sieht auch gut, ganz gut aus. Die Kante noch verbessern, könnte man unter Auswahl auswählen und maskieren. Kante ein klein wenig verbessern. Ich nehme einfach nur einen Radius für die Kantenerkennung von 2 Pixel, den Smart Radius an. Und das soll es dann schon gewesen sein. Hier gibt es ja auch einen Arbeitsbereich, den könnte ich ja dann auch mal zurücksetzen. Wenn ich unten nicht rankomme, jetzt komme ich ran. Und Ausgabe in Auswahl, sage okay und dann bin ich wieder draußen. Die schwebende Auswahl mache ich jetzt zur Maske für meine Schriftgruppe sozusagen. Das heißt, ich wähle die Gruppe an und klicke auf das Maskensymbol. Dahinter hätte ich jetzt gern eine schwarze Fläche. Das heißt, ich nehme hier eine Farbfläche und schwarz packe ich jetzt dahinter. So, möchte ich gern, dass der Kopf sich wirklich nur auf die Schrift auswirkt. Das heißt, ich nehme mit gedrückter Alt-Taste die Ebene, muss ich noch vorher entsperren, mit Doppelklick, mit gedrückter Alt-Taste drauf und lege die über dem Kopf ab und mache sie zur Schnittmaske, das heißt mit gedrückter Alt-Taste zwischen beide Ebenen, sodass sie sich wirklich nur auf die Schrift auswirkt. So, und ist natürlich die Farbe meiner Schrift wieder überlagert praktisch von dem Kopf selbst und ich möchte die Schrift mit einer Farbe versehen, mit einem Verlauf versehen. Das heißt, ich nehme einfach eine Verlaufsfüllung, Verlauf und lege die oben drauf. Nehmen wir mal hier so einen Rotton aus der Bibliothek, sowas oder sowas. Da kann man sich natürlich ein bisschen ausprobieren. Ja, ich nehme mal diesen. Und die Füllmethode hier auf Farbe.
dann habe ich das Ganze nur praktisch auf die Schrift begrenzt. Schrift erscheint jetzt im Kopf drin. Damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wirkt, habe ich jetzt der Textebene noch einen Effekt gegeben. Also per Doppelklick kann ich drauf, abgeflachte Kante und Relief. Dann wird das Ganze ein bisschen plastischer. Die Tiefe weichzeichnen, Relief auf hart meißeln gestellt. Dann die Tiefe ganz weit hochgedreht. Dann ist das Ganze von der Größe her ca. 98 Punkt. Das Weichzeichnen auf 0. Das ist eine relativ harte Kante. Und Winkel, ja, 30 Grad. Lichtermodus, Deckkraft hoch. Farbig abwählen oder man nimmt einen anderen Lichtermodus, wie zum Beispiel aufhellen hier. Und schiebt die Deckkraft dann noch ein bisschen zurück. Ich müsste dann hier bei den Mischoptionen noch sagen, dass sich die Ebenenmaske die Effekte verbirgt, weil sonst hätte ich den an der Kante da gehabt. Das sah ein bisschen blöd aus. Also Ebenenmaske verbirgt Effekte ist mit drin. Ja, und jetzt kann ich eben hier an der Stärke meiner abgeflachten Kante noch. So, ich sag mal, okay. Jetzt habe ich zwar meine Schrift hier auf dem Kopf, aber mir fehlen trotzdem noch ein bisschen die Lichter. Es ist ja doch ein bisschen wieder diffus geworden. Man sieht von dem Kopf eigentlich gar nicht mehr viel. Was mache ich also? Die Ebene war falsch. So. Ich lege einfach noch mal den Kopf als Kopie hier oben drauf. Das heißt, ich nehme diese Ebene 1 nochmal und mit gedrückter Alt-Taste mache ich eine Kopie, lege es oben drauf und nehme jetzt eine der Füllmethoden. Und da muss man gucken, welche am besten, um den Kopf nochmal mit der Schrift wiederum zu verrechnen. Also Lichtpunkt zum Beispiel ganz interessant, lineares Licht. Eigentlich ist lineares Licht nicht schlecht. Aber vielleicht ein bisschen zu hart von den Kontrasten. Man kann da also jetzt noch was dran verändern, indem man eben oben drüber noch eine Gradationskurve legt. Und außerdem diese Farbigkeit, also dass der Kopf hier farbig ist, das gefällt mir nicht so gut. Ich kann den schwarz-weiß machen, indem ich eine Schwarz-Weiß-Ebene drauflege. Und dort die Schwarz-Weiß-Ebene nur auf den Kopf begrenze, also hier als Schnittmaske, wird jetzt praktisch nur auf den darunter liegenden Kopf gelegt, sodass der Kopf hier dafür sorgt, dass die Schrift oder dass man das besser sieht und die Schwarz-Weiß-Ebene wiederum dafür sorgt, dass der Kopf eben nicht als Farbe drüber liegt, sondern eben nur als Hell-Dunkel-Wert. Und hier kann ich jetzt wirklich wunderbar noch an der Wirkung dieses Kopfes schrauben. Vorher war im Kopf, also Blau gab es nicht viel, Magenta auch nicht. Es gab eigentlich vor allem nur Rot drin in dem Kopf, Rottöne und Gelbtöne. Und die kann ich eben jetzt entweder dunkler oder heller drehen, je nachdem, wie ich das möchte. Damit ich die Hell-Dunkel-Werte jetzt nochmal beeinflussen kann, lege ich darüber noch eine Gradationskurve. Das heißt hier Gradationskurve drauf. Auch wieder zur Schnittmaske. Und jetzt kann ich eben das Ganze auch ein bisschen heller drehen oder eben kontrastreicher machen. Und nachträglich noch, wenn es jetzt mir zu hell ist, kann ich auch wieder zurück in die Schwarz-Weiß-Einstellungsebene und jetzt hier nochmal schrauben an den Hell-Dunkel-Werten, was vorher rot war, dunkler oder heller machen, was vorher gelb war, dunkler oder heller machen. Und so kann man natürlich eine sehr gute, ja, so hat man sehr gute Möglichkeiten, an diesen Reglern hier zu drehen, an beiden, ja, Gradationskurve und Schwarz-Weiß-Einstellungsebene, um die Wirkung dieses Kopfes wirklich ganz gezielt zu beeinflussen. Die Füllmethode hier unten spielt auch noch eine Rolle, die könnte man natürlich auch nochmal bearbeiten und auch nochmal durchgehen, ja, ob man jetzt noch eine andere nimmt. Ich fand lineares Licht schon nicht schlecht. Aber man kann auch eine andere nehmen, natürlich. Ja, strahlendes Licht oder hartes Licht zum Beispiel.
Ja, und das, also dieser Aufbau macht es möglich, dass man da sehr flexibel dran schrauben kann. Man kann natürlich auch nachträglich hier noch eine andere Farbe nehmen, einen anderen Verlauf. Also ist man da wirklich äußerst flexibel und kann da wirklich spielen an der Wirkung dieses Kopfes, dieses Gesichts. Das finde ich eben so von dem Aufbau her sehr gut gelöst.